Moin moin und willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Ravenport mit Chris Play. Ich bin gerade dabei, einen neuen Weg einzufahren. Ich kann euch, wenn wir den Weg soweit fertig haben, können wir auch mal ein bisschen durchgehen. Es hat sich ein bisschen was getan. Der kleine Dolz ist weg, den habe ich wieder verkauft. Nicht, weil er schlecht ist, aber er ist mir zu klein und ich brauchte noch ein bisschen Geld und ich wollte mir keinen Kredit aufnehmen. Also haben wir nämlich jetzt mal ein Feld gekauft und haben Felder zusammengelegt. Das zeige ich euch gleich. Das ist aber eine häufige Angelegenheit hier. Jetzt habe ich gerade eine Feldmission angenommen auf Feld 8. Hab mir schon einen Weg von Feld 8 bis zum Hof hatte ich mir eingefahren. Jetzt fahre ich noch eben den Weg zu Feld 8 ein. Dann noch eben den Kurs generieren. Und dann, schauen wir mal, dass der Helfer da so ein bisschen düngt, weil da gibt es gut Geld für. Ich hoffe mal, dass ich da auch am Ende mit Plus, der Herr der Worte, meine Güte, heute geht auch schon wieder los, spät abends, ist 22 Uhr und das ist für mich zu spät, glaube ich. Eindeutig. Ja, ich finde das gut, dass das Projekt doch ganz gut ankommt. Hab jetzt, wie ihr auch wahrscheinlich schon gesehen habt, die ein oder andere Mod-Vorstellung gemacht. Das werden auch weitere Folgen. Also, wenn mir Mod unter die Finger kommt, den ich gut finde oder den ich interessant finde, werde ich da mal ein kurzes Video zu machen. Schau mir den also so. Ich habe mir die letzten Mods jetzt ja auch mit euch zusammen. Also, wenn ich sie getestet habe, dann minimal direkt vor der Aufnahme. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe die irgendwie schon ewig in Benutzung oder so. Ich teste die Wände nur kurz vorher, ja, so ein bisschen reinkommen. So, die Kurse können wir direkt mit abspeichern. Weil wer weiß. Einmal werden wir uns Feld 8 auch mal kaufen. Weg. Fangen wir hier gleich mal an. Generierung. Feld 8, aktuelle Fahrzeugbedingungen, Startrichtung, nächste Kante, Vorgewende, einmal, im Uhrzeigersinn, scharf und generieren. So, sieht das schön aus. Düngen, 15 Meter, auch direkt verschieben. Und jetzt können wir den Ordner da reinfügen. Und dann können wir eigentlich auch direkt den kompletten Kurs erstellen. Welzenhof. Kunstdünger auffüllen. Und Hof zu Feld. Und dann sollte das so aussehen. Ja. Das sieht, ich weiß, das ist halt immer, ihr kennt das aber ja, der Hof steht da, wo jetzt die komischen Kreise sind, da ist halt nun mal der Hof. Das hat schon seine Richtigkeit, das ist natürlich jetzt so standardmäßig da halt ein Feld, aber das ist ja weg. Das, gib ihm. Wenn wir da einiges an Dünger durchballern. Wenn den Dünger drauf ist, so eingestellt, fertig aus. So, wir haben nämlich hier, ihr seht das, Feld 14 bis 17 zusammengelegt. Ich habe da schon einen Kurs eingespeichert zum Drubbern. Der macht jetzt so gesehen, ich flüge jetzt was drauf war, flüge ich runter. Weil ich sagte, mit dem Tiefenlockerer
Hätte einmal hier komplett Talschlag gemacht, einmal durch. Und dann gucken wir mal, dass das hier so. Ja, dass das hier mal ein schön großes erstes Feld wird für uns. Der braucht aber noch ein bisschen, bis der hier fertig ist. Gucken wir mal hier. Da ist der Eicher, der ist hier schön am Sehen und am Kreiseln. Hauen wir Sojabohnen rauf auf das Feld. Und ja, so läuft das hier so vor sich hin, ne? Da habe ich natürlich auch kein Geld mehr. Aber ich kann noch mal gucken, was ich sonst noch so für Missionen hätte. Und auch bekämpfen mit 23. Aber ein bisschen bös wenig Geld, 275 Euro. Mit Ernten, also bräuchte ich nur einen zum Abfangen. Feld 11 düngen, wo ist denn Feld 5? Da. Hat die Mission nämlich mal gleich noch mit an. Ich habe momentan nichts mehr zum Düngen da, aber Düngen 4. Ah, nehmen wir gleich auch noch mit. Müssen wir Mission machen. Feld 5 ernten, Kartoffeln, da habe ich keine Maschinen für. Feld 7 ernten. Feld 7 war das direkt neben mir, ne? Beide Speicherzentrum. Wer denn? Ah! Den nehme ich doch noch mit an. Müssen wir nur noch einen billigen Traktor kaufen. Irgendwas billiges, irgendwas kleines. Ich würde mir ja gerne den New Holland kaufen, aber den kann ich mir definitiv nicht leisten. Außer der großen Vieh. Mein Liebster, aber diesmal den fährt. Oder wir mieten uns einen. Wir können uns natürlich auch einen mieten. Mieten wir uns mal den die Holländer, aber als. Hier hat auch noch ein Brot. So ordentlich machen. Den habt ihr denn ja auch schon letzte Freitag kam die Mod-Vorstellung und der. Wie immer, ich habe mit dem Mod selber nichts zu tun. Mir gefallen die halt nur und dann werde ich den halt so wie diese Reifen. Der fährt ja so mit den Reifen rum, ist mir egal. So. Mieten. Mieten ist nur gerade so im. Nein, der fährt natürlich auch teuer auf die Zeit, aber. Ah. Hilft nichts. So. Kopf zum Hof. Ich mag den New Holland, der kommt auch definitiv noch auf den Hof. Genauso wie der. Oh, hier. Der hat einen Hut mit pinken Dings. Den Mod könnte ich eigentlich auch noch mal vorstellen. Ich glaube, das mache ich auch noch. Da mache ich auch noch ein Vorstellungsvideo zu, wie der Mod funktioniert. Das ist halt auch ein Mod-Hub. Also, wenn ihr dieses Video seht. Ist das Video zum Hut wahrscheinlich schon draußen. Wenn nicht, schreibt mal rein, ey, das Video zum Hut fehlt noch. Aber das mache ich noch fertig. Das mache ich noch fertig. Gerade jetzt mal geguckt, habe ich mein Mikrofon angemacht, das wäre jetzt bitter. Ich rede die ganze Zeit und ich nehme es nicht auf. Der wäre so typisch ich, ne? Ich mag den, ich finde den toll. Ist halt von Forbidden Mods. Oder aus der FPM-Schmiede, um genau zu sein. Schöner Sound, ehrlich. Also mit dem Rundumfutteln, das nervt irgendwann auch nur leicht.
ausstehen. So, da. Ja. Entlassen. Okay, löschen. Dann werden wir den Kurs und dann den Anhänger mitnehmen. Ne? Könnt ihr auch gleich den Anhänger hier einmal durch den Vorgarten fahren. Wir probieren das jetzt nochmal mit dem Drehschimmel aus. Ich weiß nicht, was der da letzte Probleme mit hatte. Deutz, aber wir riskieren das jetzt einfach nochmal. Ja, und genau deswegen lasse ich Crossplay fahren. Ich kann nämlich nicht fahren. Aber ja, wie mal wieder eindrucksvoll bewiesen. Ich kann das nicht. So, Kurzaufzeichnung beginnen. Jo. Geschwindigkeiten so weit einstellen. Soll ja vernünftig eingefahren werden. Ist aber auch hier. Holpert aber auch. Gucken wir uns das mal von innen an. Wupp, wupp, wupp. Ui, ui. Ah doch, Entenfeld 7, ne? Direkt rüber und fahren das Feld mal von oben an. Ich habe mir bei dem großen zusammengelegten Feld auch schon meine eigene Feldzufahrt gemacht, Zu- und Abfahrt, damit das nicht mal ganz so doof aussieht, wenn der Klöpfelfahrer da durch das Gras fährt. Müssen wir nur noch eine vernünftige Position finden, weil das ist hier doch ziemlich hügelig auf der rechten Seite. Ach, ich weiß nicht, wann fahre ich vom Weg aus ran. Ach, damals das erste Community-Event, Maishexe auf der Karte hier, überall für Mais angepflanzt auf jedem Feld. Das war schon lustig. Hof. Feld. Wo ist denn der? Da. Dann holen wir uns gleich mal unseren Fendt. Schicken den auch direkt auf den Weg. Hier noch eben schnell den Kurs ein, um die Verkaufen. Der Weg ist ja nicht weit. Und waren unsere 15 km/h Hofgeschwindigkeit hier.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Ja, ich würde aber, glaube ich, ich lasse die Nacht noch überspringen. Weil das ist ja, obwohl, ne, jetzt ist 17 oder 16 Uhr. Ne, das ist noch kein Feierabend. Das ist noch zu früh für Feierabend. Auf Mission. So. Dann wird das löschen. Wenn uns gleich den Ordner fällt. 07. So viel zum Wirt, das war's für die mit der Folie. Wenn ich mich mal selbst an meine Sachen halten würde, die ich so erzähle. Ne? Aber jetzt war's. Nächste Folge geht auch gleich weiter. Ich mache jetzt so weiter. Ich warte darauf, dass der Drescher herkommt. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ihr kennt das ja, ne? Daumen da lassen, Kommentar schreiben. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Immer artig bleiben. Ciao.